Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, so ein Trainingslager ist kein Zuckerschlecken. Heute ist Tag Nummer 3 und ich will auf die Schneekoppe da hinten hin. Das bedeutet, ich muss 33 Kilometer mit 1600 Höhenmeter laufen. Kilometer 2 und schon 220 Höhenmeter. Die ersten paar Kilometer hasse ich immer wie die Pest, weil du nichts siehst. Und es ist einfach nur anstrengend und stickig ist. Aber wenn du dann jetzt hier stehst, ja, also und dann so weit gucken kannst. Naja, ich gehe mal weiter. Das ist doch ein geiles Teil. Ob das nur im Schnee fährt oder auch hier auf der Wiese. Schon wieder ein Lost Place gefunden. Ich find's gruselig. Na, das sind ja wieder tolle Aussichten. Boah, was ist das denn? Oh Gott. Endlich meine Karte, die ich verstehe. Hier bin ich losgelaufen. Hier irgendwo hier bin ich jetzt. Und jetzt mache ich hier einen scharfen Knick nach rechts. Laufe auf die Schneekoppe. Ich glaube bis hier oder so. Dann ein Stückchen hier oben wieder zurück. Und da lang. Und da holt mich dann der Praktikant ab. Also, let's go. Wie romantisch das ist. Machen wir mal den Geschmackstest. Boah, geil. Oh, kaltes Wasser ist so ein Highlight, ne? Wow, ist das schon wieder schön. Oh. Wuhu. Oh. Träumchen. Ah. Okay, wobei das jetzt hier ein bisschen gefährlich ist. So, drückt mir die Daumen, dass nichts passiert. Und dass meine zarte 80 Kilo hier rüberkommen. Ha, Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich wiege. Besser ist das. Es fängt wieder an zu regnen. Ich habe jetzt 8 Kilometer mit 600 Höhenmetern. Keine Ahnung, wie ich noch weitere 1000 Höhenmeter schaffen soll. Eigentlich hätte ich vor langer, langer Zeit da irgendwie über den Fluss rüber müssen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe einfach darüber und habe dieses schöne Ding da hinten dann gesehen. Ja. Man könnte auch einfach die Brücke nehmen. Man kann es aber auch kompliziert machen wie ich. Und außerdem sind wir hier im Abenteuer, ne? Also wir versuchen es mal. Boah, wenn ich mich hier reinlege, ja. Schwierigkeitsgrad, glitschige Steine, Leute. Und es regnet. Und ich filme mit einer Hand. Ich möchte, dass das berücksichtigt wird. Und direkt schon wieder die nächste Herausforderung. Aber das kriegen wir hin. Und, nee, ich finde das scheiße unten drunter durch. Lieber oben drüber. Lieber oben drüber. Wahrscheinlich ist unten drunter ungefährlicher, aber so. Oh, da geht's weiter. Keine Ahnung, wie das schon wieder passieren kann, aber ich bin jetzt hier hochgekraucht. Meine Beine sehen dementsprechend aus. Schuhe, Socken, alles komplett nass. Also, ich bin jetzt hier schon wieder Ewigkeiten Weg gelaufen, wo keiner ist. Und Leute, es geht so weiter. Ich muss hier irgendwie rüber. Und eben gerade stand ich wirklich bis zum Bauchnabel in diesem, ja, in diesen wundervollen Blaubeersträuchern, die aber ganz schön wehtun. Dafür habe ich einen schönen Ausblick und werde wahrscheinlich noch viel länger unterwegs sein heute. Yay. Kilometer 10 und ich bin schon 2 Stunden unterwegs. Oh, da ist nur noch einer. Boah, was für Tiere. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich sehe Wasserbüffel oder auf jeden Fall irgendeine Art von meinen Friends mit krassen Hörnern. Gucken wir mal, ob die mir guten Tag sagen wollen. Hast du gute Laune? Ja, ne? Und du hast auch gar keinen Stress damit, wenn ich hier sitze, ne? Sagen wir mal deinen Schwestern guten Tag. Es ist wirklich faszinierend, wie friedlich ihr seid. Hey, du kleiner Hübscher. Oh, oh, ich glaube, das dicke Ding da hinten ist der Daddy. Guck mal, was der für riesen Hörner hat. Ja, dann darf ich wohl die Mutis ja auch nicht anquatschen, ne? Da hinten ist die Schneekoppe. Aber wenn ich die Wolken sehe, dann wird mir Angst und Bange. Es ziehen jetzt echt von allen Seiten hier dunkle Wolken auf. Also richtig dunkel, dunkel. Und ich muss mir überlegen, wo ich langlaufe, falls mich das hier gleich erwischt, dass ich mich irgendwo unterstellen kann. Beziehungsweise, ob ich vielleicht meine Route abkürze, damit ich nicht ins Gewitter komme. Ich habe mich fürs Weitergehen entschieden, wenn ich schon mal hier bin. Außerdem habe ich schon 1200 Höhenmeter auf der Uhr. Planänderung, es ist gerade hier super windig und super kalt. Der Weg, wo ich langlaufen sollte, der ist gesperrt. Da drüben standen gerade 1000 Sperrzeichen. Und ich werde wahrscheinlich die Schneekoppe sowieso nicht richtig sehen, weil die ist nämlich komplett im Nebel da hinten. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich abkürzen, den Weg hier runternehmen und den Heimweg antreten. Ich habe immer noch genug Kilometer auf der Uhr. Also keine Schneekoppe für heute, aber vielleicht morgen. Gerade noch zur nächsten Baude gerettet, denn es regnet schon wieder in Strömen.
Ah, es klappt! Es klappt! Ich kann wieder filmen. Leute, ich bin klitschnass. Ich habe das so unterschätzt mit diesem Wetter hier oben. Ich habe auch eben gerade schon Schneefelder gesehen und mir ist so kalt. Ich bin hier echt komplett am Ausfrieren. Es sind noch 7. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Leute, aufpassen. Ich leg auf. Ich muss nach Hause. Sonst werde ich noch krank. Das wollen wir alle nicht. Das ist schon wieder so geil. Ich stehe hier echt wieder auf so einem Berggrat. Also hier geht mein Weg lang. Ja, kann ich euch nicht zeigen, habe ich gerade auf Pause gemacht. Ich müsste hier durch diese ganzen Gebüsche durch und habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin nämlich eben gerade hier schon so ein bisschen durchgeklettert. Aber Leute, wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Guckt, seht ihr das? Oder? Ja, ich wollte es euch nochmal gezeigt haben. Ich gehe wieder zurück. Ich bin ja anständig geworden. Also crazy, die haben einfach mal eine Skipiste in den Berg reingefräst. Einfach mal Bäume weg, Skifahren. Eine Piste, lohnt sich voll, oder? Heute ist alles anders gelaufen als erwartet. Oh, warte. Also es gab, kann man kurz zur Seite vom Auto. Es gab 1000 Wege, wo es eigentlich Wege hätte geben sollen, sie aber nicht da waren. Ich wieder durch irgendwelche Gedöns. Oh, guck mal. Scheiße. Oh, fuck. Mhm. Ey, gut, dass ich heute den kaputten Sachen angezogen habe. Ja, da musste ich irgendwie 3000 Mal die Route umplanen. Am Ende sind es jetzt auch deutlich weniger Kilometer, deutlich weniger Höhenmeter, weil ich einfach zu lange im Gestrüpp verbracht habe. Aber wir können ja mal beenden zusammen. Machen wir mal. Gucken, was das gibt heute. Oh, 23,5 Kilometer. 4 Stunden 7. Naja, immerhin 1250 Höhenmeter. Ja, knapp 400 weniger als geplant. Egal. Damit ist Marathon, ist ja gar kein Marathon, Sunday Long Run beendet.